Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um das Storytime. Kennt ihr das? Packstation. Ich liebe das ja. Also, ich komme nach Hause. Sie hier. Am 3.11. um 14.28 Uhr vergeblich versucht zuzustellen. Ihre Zustellung liegt in der Packstation 170, Mentnerstraße 21 in 53840. Troisdorf. Obwohl es Troisdorf und Troisdorf. Alright. Nächsten Tag bin ich dann dahin. Nach der Arbeit. Ich hatte mir die Karte mitgenommen. Ich weiß immer so in etwa, wo ich hinfahre. Hab die Karte bei. Alter, mit dem LKW an. Und diese Packstation ist bei einem Penny mit auf dem Gelände drauf. Ein Pennymarkt. Da ich ja da sowieso gerne einkaufe, habe ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Ich halte diesen Barcode unter das Lesegerät. Barcode falsch. Steht im Display. Ich halte den Barcode runter. Barcode falsch. Sie haben den Barcode dreimal falsch eingegeben. Dreimal? Ich habe nur zweimal. Und dann lief da so ein Balken lang. Da hieß es dann, na, bitte geben Sie den manuell ein. Ich den manuell eingegeben. Monk, wie ich bin, ja, kontrolliere ich das nochmal. Ich habe so einen kleinen Kontrollzwang, was das angeht. Aha. Okay. Der Barcode ist falsch. Bitte neu eingeben. Ich habe das fünfmal probiert. Da denke ich, vielleicht ist das ja noch nicht da. Steht aber drauf, Abholung heute ab 19 Uhr. Jetzt haben wir heute Samstag. Bin ich nochmal dahin gefahren. Muss ja was einkaufen fürs Wochenende. Halt den Barcode drunter. Bip, Barcode falsch. Ich nochmal. Bip, Barcode falsch. Sagt das Ding schon wieder. Sie haben dreimal falsch eingegeben. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also wieder dieser Balken und nicht gewartet. Naja. Mich zum LKW. Ich meine Lesebrille geholt. Nee? Muss so eine mit. Die nimmst du diesen Blaustich aus dem Handy weg. Okay. Eingeben. Tipp, tipp, tipp. Nummer für Nummer. Nee? Nummer für Nummer. Eingeben, Daumen drüber, dann habe ich die nächste Zop eingegeben, Daumen drüber, zup, zup. Barcode falsch. Ich denke, da ist Spinne, das gibt es doch gar nicht. Dann kam ein anderer Herr, der wohnt nicht weit weg von mir, habe ich dann erfahren. Der hat am selben Tag auch ein Paket bekommen, war nicht da. Nee? Steht drauf, holen Sie Ihr Paket in der Packstation 170 ab. Ich denke, bleibst du mal dabei. Bip, falsch. Bip, falsch. Sie haben die Nummer dreimal falsch eingegeben. Den Barcode falsch eingegeben. Ich sage, dann gucken Sie doch mal manuell. Dann hat er seine Nummer eingegeben. Ich sage, brauchen Sie eine Lesebrille? Er sagte, nee, ich habe sehr gute Augen. Okay. Und ich sage, bevor Sie es abschicken, lassen Sie mich mal kontrollieren. Der Witz ist, steht, Sie haben den Barcode falsch eingegeben. Das gibt's doch gar nicht. Sagt er, Moment, ich gehe doch mal ins Auto. Hatte der per E-Mail von dem, hatte der von DHL noch eine E-Mail bekommen. Da stand drauf, also auf seinem Zettel stand drauf, Packstation 170, Mentner Straße, Troisdorf. Sagt aber auf dem Zettel, den ich von der E-Mail, steht Oberlarer Platz. Da ist auch eine Packstation. Stimmt. Fährst du doch auch mal dahin. In der Zwischenzeit hatte ich bei DHL angerufen. Die Nummer ist ja da immer im Display angegeben. Hab dann auch irgendwann mal einen dran gekriegt. Ich sag so und so. Kein Witz. Nach 2 Sekunden war das Gespräch. Ich habe keinen mehr dran gekriegt. Da war keiner mehr dran. Ich habe insgesamt 5 Mal da angerufen, bis du dann mal von der Warteschleife drankommst.
bestimmt 20 Minuten. Ich denke, mich laus der Affe. Also, dann haben wir hingefahren, geguckt, eingegeben. In dieser Packstation liegt nichts für Sie. Ich denke, fährst du mal nach Troisdorf-Spich? Beim Lidl ist auch eine Packstation. Vielleicht liegt es ja da. Man weiß ja nicht. Mm-mm. Sie haben den Code falsch eingegeben. Ich den wieder manuell eingegeben. Paket liegt hier nicht für Sie. Das gibt's doch nicht. Wo ist mein Paket? Ich wieder bei DHL angerufen. Ich glaube, es war es dann das fünfte Mal. Dann habe ich mal eine Dame dran gehabt. Das Gespräch lief auch weiter. Ich habe ihr das Problem erklärt, sagte sie, ja, das liegt aber bei der Station 170 nach meinen Erkenntnissen. Ich sage aber, das funktioniert nicht mit dem Barcode. Ja, der Barcode, den sie mir genannt haben, der funktioniert aber bei mir. Das ist in der Mendener Straße in Troisdorf. Ich sage, ich habe das jetzt an zwei verschieben. Sie müssen nochmal dahin fahren und das nochmal eingeben, dann können Sie bei uns nochmal anrufen. Ich sage, ich habe das doch bestimmt schon 10 Mal jetzt gemacht. Ja? Vortag, heute. Ich habe echt eine Engelsgeduld. Ja, müssen Sie es doch mal eingeben. Geben Sie es doch mal langsam ein. Ich sage, ich habe es langsam eingegeben. Ich habe es nochmal verglichen. Ja, dann müssen Sie es nochmal versuchen. Ich sage, wie oft soll ich das denn machen? Ich sage, mittlerweile muss ich ja dann schon Parkgebühren bezahlen, wenn ich da hinfahre. Wisst ihr was? Ich habe mir heute was verdient. Nämlich für meine Engelsgeduld. Das habe ich beim Einkaufen entdeckt. Captain Cook's Spiced Rum and Cola. Cheers. Oh. Ist gar nicht mal so gut. Das hat die mir bestimmt 5-6 Mal vorgebetet, hat gesagt, sie müssen noch mal dahin fahren. Ich sage, wie oft soll ich denn da noch hinfahren? Ich muss da Parkgebühren demnächst bezahlen, wenn ich da nichts kaufe. Ich kriege von Park and Ride irgendwie ein Ticket. Es ist wirklich kein Scherz. Ich sage, ist hier irgendwo, nehmen Sie es mir nicht übel, aber bin ich in der Muppet-Show gelandet? Ich sage, wo sind Waldorf und Stettler? Sitzen hier oben auf dem Balkon und lachen sich kaputt über, haben wir schon wieder einen verarscht. Dann musste sie dann selber lachen. Humor hat die Dame. Ich sagte, fahren Sie bitte noch mal dahin. Das liegt da. Ich sage, ich kann. Leute, ich weiß nicht. Ich fahre morgen auf den Sonntag dahin. Ja? Morgen auf den Sonntag fahre ich mit dem Roller dahin. Und bitte gib mir mein Paket. Ich weiß ja, was drin ist. MAIs. Meal ready to eat. Ich weiß nicht. Es gibt Tage, da hat man einfach kein Glück. Oder wie mein ehemaliger Kollege Andreas sagen würde, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. So, wenn ihr auch so Erlebnisse habt mit der Packstation, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ich der einzige Pechvogel bin mit der Packstation. Außer der eine Mann, der dann sein Paket am Oberlacher Platz bekam. Ja? Also, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen auf den Sonntag kommt ein Messer-Review. Eine Bettländer-Kopie. Von Jeff F. Knives. So. Wie immer gilt. Tschüss, mal gut. Schwenkt du Hut. Tschüss, hau ab und schwenkt die Kapp. Bis morgen. Schönes Wochenende. Euer Waldmeister.